Bei einem Unfall auf der B294 bei Neuenbürg ist ein 17-jähriger Motorradfahrer am Neujahrsabend ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei befuhr ein 38-jähriger Lenker eines Geländewagens gegen 18 Uhr die Bundesstraße ortsauswärts in Richtung Höfen an der Enns. Im Bereich der Einmündung Wildbader Straße Happeiweg überholte der Fahrer trotz durchgezogener Fahrbahnmarkierung und vermutlich mit zu hoher Geschwindigkeit ein anderes Fahrzeug. Dabei übersah der 38-Jährige offenbar den entgegenkommenden Motorradfahrer und stieß mit diesem zusammen. Für den 17-jährigen Kradfahrer kam jede Hilfe zu spät. Er lag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Pkw-Fahrer und seine Beifahrerin sind unverletzt. Sind natürlich aber aufgrund des Geschehens psychisch angegriffen. Ebenso der mitfahrende Freund des tödlich Verunglückten, der hinter ihm fuhr und das Unfallgeschehen mitverfolgen konnte. Für die Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde einbehalten. Während der Unfallaufnahme blieb der betroffene Streckenabschnitt bis gegen 21 Uhr voll gesperrt.